Kirschau. Es ist geschafft. Auch für die kleinsten Schülerinnen und Schüler ist das Schuljahr nun zu Ende. Und Lehrer, Schüler und Eltern freuen sich nun auf die Ferien und sollen sich erholen, um neue Kraft zu tanken für das neue Schuljahr. Die Klasse 1a der Grundschule Kirschau hat sich etwas Besonderes zum Schulabschluss einfallen lassen. Gemeinsam mit den Eltern wandern die Schüler zu einem sehr schönen Aussicht- und Erholungspunkt in unserer schönen Oberlausitz. Die Isabella in Krostau. Für mich die Gelegenheit, interessante Dinge rund um den Schulalltag einer ersten Klasse herauszubekommen. Die Klassenleiterin der 1a fasst das Schuljahr kurz zusammen. Das erste Schuljahr ist geschafft. Wir haben viel erreicht. Wir haben Lesen, Schreiben, Rechnen gelernt und wir haben ganz tolle Ergebnisse. Alle Schüler unserer Klasse 1a erreichen das erste Schuljahr und werden nach den Sommerferien in die zweite Klasse überwandern. Und unsere Linda wird uns sagen, wie war die erste Klasse? Die erste Klasse war toll. Auch die Eltern sind zufrieden über die Lernergebnisse ihrer Kinder. Ja, wir sind ganz, ganz stolz auf unseren Sohn. Überhaupt die Kinder hier in der ersten Klasse, was die erreicht haben, muss man wirklich sagen. Lesen, schreiben, rechnen innerhalb der kurzen Zeit. Das Schuljahr ist rum. Und was sie aber eigentlich am Ende geschafft haben in der Zeit, ist ganz toll. Er liest jetzt seinem kleinen Bruder Bücher vor. Das ist schon also beeindruckend in der kurzen Zeit halt. Die freuen sich, dass dieses wichtige Jahr, dass sie dieses wichtige Jahr hinter sich gebracht haben, dass sie gute Fortschritte gemacht haben und dass sie eigentlich mit gutem Gewissen sie in die nächste Klassenstufe weiterschicken kann. Bevor man aber nun stolz auf die Ergebnisse sein kann, bedarf es großer Anstrengungen, um die Lernziele der ersten Klasse zu erreichen. Frau Rossiat weiß genau, was ein Schüler der ersten Klasse am Ende des Schuljahres beherrschen muss. Er muss die Buchstaben beherrschen, er muss lesen können, er muss den Mindestwortschatz schreiben können und er muss die Zahlen bis 20 gedächtnismäßig beherrschen, er muss rechnen können, er muss still sitzen können, er muss schön schreiben können. Das ist eine ganze Menge, was so ein Schüler in der ersten Klasse lernen muss. Bei so viel Lernstoff fragen viele Menschen, darf ein Kind überhaupt noch Kind sein in der ersten Klasse? In der Grundschule darf ein Kind Kind sein. Dafür wird gesorgt in Werkstätten, in den fächerverbindenden Wochen, in den Lockerungsübungen jeder Stunde, denn 45 Minuten stillsitzen, das kann ein Kind in dem Alter noch nicht. Eltern und die Klassenleiterin erzählten mir, dass der Leistungsdruck in der ersten Klasse noch nicht so groß sei. Ich glaube, man hat das ein bisschen entschärft, indem man in der ersten Klasse keine Zensuren mehr verteilt. Und damit hat man doch so ein kleines bisschen den Druck genommen. Aber Leistungsdruck, ja, er ist trotzdem vorhanden. Denn ohne, dass man Lesen, Schreiben und Rechnen lernt, funktioniert es nicht. Eigentlich müssen im Prinzip die Kinder damit klarkommen. Man muss einfach ein Stück weit sagen, okay, es ist wie jemand in kaltes Wasser stellen. Und sie müssen dann einfach damit auch an etwas klarkommen. Und man als Eltern kann sie nur versuchen, am besten, wie es irgendwie geht, zu begleiten und etwas mitzuhelfen. Aber man muss sich auch versuchen, ein wenig um die Kinder zu kümmern, denn ganz ohne wird es nicht gehen. Ein sehr wichtiges Thema in der ersten Klasse ist der Altersunterschied. Einige Kinder sind bereits 7 Jahre alt und andere wiederum gehen sehr jung in die Schule. Dabei sollte man unbedingt sehr gründlich hinterfragen, ob das Kind bereits in der Lage ist, den schulischen und somit geistigen und körperlichen Anforderungen zu genügen. Das erste Schuljahr ist schon eine ganz schöne Umstellung gegenüber dem Kindergarten, eine mächtige Umstellung, weil die Kinder sehr, sehr viel lernen. Die lernen so viel, wie man eigentlich im Leben später vielleicht nie wieder lernen wird. Und die müssen ganz schön eigentlich dort viele Dinge neu auf sich zukommen lassen. Sie müssen praktisch alle Buchstaben lernen, alle Zahlen. Und wenn man das einfach, was für einen selber ganz einfach ist, aber für die Kinder ist es doch relativ schwierig. Aber es bringt auch nicht viel Sinn, dass die Kinder vorneweg schon alles können. Die Kinder sollen auch etwas Spaß am Lernen haben. Und das kriegen sie eigentlich nur, wenn sie erst dann wirklich anfangen. Und natürlich ist es klar, dass Eltern oder dass Kinder, die einfach jünger sind, etwas mehr Schwierigkeiten haben, sich da einzugewöhnen, wie Kinder, die etwas älter sind. Aber
wie alles so ist. Irgendwo ist immer alles ein Kompromiss und man muss einfach versuchen, da durchzukommen. Dass ob und wann ein Kind nun in die Schule geht, also eine sehr wichtige Entscheidung für die Eltern und eine schwierige Situation für das Kind. Das ist die Schwierigkeit, wo man dann im Prinzip einen Kompromiss machen muss und wo es auch zu Konflikten kommen kann und wo man durchaus mal das eine oder andere Mal als Eltern dann schlaflose Nächte hat. Mhm. Genau. Kann ich mal kurz vorstellen, dass sowas schwierig ist. Bedingungslos zustimmen, das Kind erstmal so lange zu Hause lassen, wie es geht und die Zeit genießen vor der Schule, denn die Zeit kommt nie wieder. Wenn man sich als Eltern nun entschieden hat, das Kind auch sehr jung mit in die Schule zu lassen, sollte man immer bedenken, dass ohne Eltern und zusätzliches Üben nichts geht. Selbstverständlich müssen Eltern auch leistungsstarken Kindern stets zur Seite stehen. Also man muss wirklich was tun mit dem Kind. Man muss sich mal hinsetzen und einfach mal auch mal gewisse Sachen noch mal durchgehen und sagen, wo hast denn deine Schwächen, was können wir hier noch gemeinsam tun? Und das haben wir auch gemacht und ich denke mal, das Jahr haben wir gut rumgekriegt. Ohne Eltern geht nichts, auch beim Lernen nicht, ganz besonders in der ersten Klasse. Denn wie viel muss ein Kind Lesen üben, dass er das perfekte Lesen beherrscht? Und wenn die Eltern zu Hause nicht dahinter stehen, funktioniert es nie. Und es sollte eigentlich nicht bloß in der ersten Klasse so sein, es sollte eigentlich die ganze Schullaufbahn das Kind begleiten, dass die Eltern für ihr Kind da sind, mit ihm zu Hause mal üben, mal nachfragen, mal sich für die Schule interessieren. Wünschen wir nun den Schülern, Eltern, Lehrern und Erziehern erholsame Ferien und für das kommende Schuljahr viel Erfolg und für ihr Leben alles Gute. Und denkt immer daran, eine Gesellschaft ist nur so viel wert wie die Liebe und Zuneigung, die sie ihren kleinsten Mitbürgern gibt.